Ich glaube, das wird noch so zum Running Gag. Willkommen zu Part 41 mittlerweile schon. Juhu! So. Mir wurde gerade heimlich verklickert, dass hier eine wunderschöne Videosequenz kommt. Videosequenz hat man auch schon lange nicht mehr gehört. Man sagt ja nur Cutscene dazu. Eigentlich heißt es ja Videosequenz. Sequenz. Kommt die im Portal oder erst, wenn ich... Da, wenn du das Ding da... Also, das kannst du looten. Das ist einmal die Krone und so ein Scheiß. Jetzt. Lecker. What the fuck war das? Das ist Manus. Mausoleumsgarten. Dann freue ich gleich direkt mal auf den ersten Boss. Das geht gut los da. Ja, das kriegen wir hin. Oh, ich will aber die Seele nicht verlieren. Da ist doch gleich ein Leuchtfeuer, ich bitte dich. Ja. Aber du weißt, wie schnell du beim Boss sterben kannst. Und dann ja, danach nochmal direkt. Ich glaube, da muss ich erstmal das andere Schild wieder anziehen. Das wunderschöne Schwarzritterschild. Und was, da geht's direkt los? Ja. Oh, was? Welche Waffe hole ich denn da? Ach komm, wir fangen erstmal so an. Ja, kannst ihn erstmal ein bisschen ausscouten. Den kannst du den Schwanz abpacken, übrigens. Alter, hier ist Wasser. Oh. Ich glaube, da muss ich mit Hellebardi ran. Ja, das Problem bei dem Boss ist... Ja, ich muss mit der Hellebardi ran. Wesentlich mehr Schaden. Wir machen hier jetzt einen auf Mega Man. Schnapp dir seinen Schwanz. Los. Wie hart muss ich den Schwanz da treffen? Du musst ihn wahrscheinlich unanvisiert treffen, weil sonst haust du ihn ja auf den Arsch statt auf den Schwanz. Oh. Da geht er da. Das macht viel Schaden. Das habe ich gerade unterschätzt. Der Boss ist eigentlich voll einfach. Ja, es ist halt, wie gesagt, ne, also das Addon-Gebiet ist eigentlich nicht so schwer. Nur, oh, der Boss danach. Der wird glaube ich, übel. Weil ist das das einzige Leuchtfeuer hier? Nee. Nicht? Gut. Dann reichen ja 5 Flakone. Glaube ich zumindest. Sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Eigentlich müssten da ja 5 Flakone locker reichen. Ja, sicher. Das war ziemlich dumm. No! Doch, voll Hit! Oh, das ist neu. Ja, der hat ein ziemlich großes Move-Pattern eigentlich. Boah, wenn er nicht einmal trifft, dann kannst du es vergessen mit Bewegen. Dann bist du im Stunlock, ja. Das Problem ist, jetzt bin ich im Gefahrenbereich, sodass so eine Flugattacke mich locker killt. Deswegen... Das war aber ein Schwanztreffer. Ich muss ihn nur einmal killen, danach ist es ja egal. Eben. Ja, der ist halt ziemlich flink. Ich muss den zweihändig angreifen, den Schwanz. Komm, mach eine wunderschöne Attacke. Ah! Das war knapp, ey.
Du musst erstmal hinten dran kommen. Am besten ist es immer nach seiner Flugattacke, wenn er die macht. Ja, wenn er sie macht. Ja, das ist gerade das Problem. Ah, das sieht mir eher nach Nee, das ist Blitzen, ne? Was Blitz ist das, ja, Blitz. Dann sollte ich vielleicht ein Schild anziehen, wo ich Blitz. Block-Dings drauf hab, aber jetzt nütten den Kampf, nein. Nee, danke. Da lohnt sich vielleicht dann auch das Graswappenschild, weil da hast du ja eigentlich ja. Gute... Oh! Ah, ich muss den... Ah, der Wichser. Vergiftet! Ja, sein Schwanz hat dich getroffen. Er hat einen Skorpionschwanz. Das kann ich mal schön locker in die Tüte reinkleben, gerade der Versuch. Ja, das Gift zieht ja nicht allzu viel ab. Scheiße. Ich konnte mich nicht mehr heilen. Das ist halt jetzt nur, weil ich den Schwanz kaputt machen will. Ich glaube, der gibt auch eine coole Waffe. Ich weiß es aber nicht mehr. So, also was haben wir denn am meisten Blitz? Ja, das ist, Hast du noch welche auf der Bank? Ja, natürlich. Es gab so ein kleines Schild, was verdammt viel Blitz hatte. 65 brauche ich. Gargoyle-Schild hat zum Beispiel 70. Ja, Gargoyle-Schild, ne? Ist das ein mittleres oder ein kleines? Normales. Okay. Mann, ist das hässlich. Oh ja. Das Ding ziehe ich sowieso nicht an. Da mache ich hier nämlich jetzt gerade mal, weil ich so mega intelligent bin, den anderen Zauberstab hin. Geh dann bei Zauberei einstimmen. Starker Zauberschild. Weil das wäre vielleicht nicht verkehrt bei dem Kampf. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Mal gucken. Wobei ich echt meine, dass der Zauberschild verdammt kurz hält. Also ich bin mir nicht so sicher. Ja, sobald ich dann aber wechsle, ist es weg, ne? Das heißt, ich habe nur das oder das. Also ich glaube, ich bleib jetzt erstmal, bis ich einen Schwanz habe auf dem Zauberschild. Oh oh. Ich glaube, der hält irgendwie 3 Hits oder sowas aus. 3 Hits sagst du? Auch mehr. Jesus, hast du es gesehen? Ja, schon ist er weg. Oh nein, mach den gerade hoch, der Wichser. Lol, das Schild ist schon weg? Ja. Ja, du merkst aber trotzdem noch einen guten Unterschied zwischen dem Schild. Ja, das andere hat halt echt keine guten Blitzresi. Ne, ich muss... Oh, Alter, zweimal getroffen. Guck mal, wie viel Leben da weg ist. Boah. Leute, ich schwör auf die Hellebarde, ohne Witze. Ich schwör auf das Ding. Oh, oh. Wie auch immer ich da jetzt ausweichen konnte. Ja, lag bestimmt an den Invisible Frames. Invincible Frames. Blob! Oh mein Gott! Oh. Ja, gut, dafür ist ja. Das Schild nicht gut. Und schon ist es schon wieder weg. Der hat ja gar nichts, ey. Ja, ich hab mal so ein Target verloren. Der Wichser, immer dann zieht er ihn hoch. Ja, lass doch mal unten. Oh, ich hab nicht gewechselt. Oh oh. Etwas knapp.
Lol. Jetzt aber. Gleich habe ich einen Boss gekillt. Der braucht sicher nicht mehr lange. Das müsste eigentlich noch ein Schlag sein. Dürfte ich es eigentlich haben. Alter, na, ich treffe den nicht. Ich glaube, ich greife die ganze Zeit seinen Arsch an. Mhm. Ja, das ist der Nachteil einer Hellebarde. Du musst mit der Zweihand kämpfen. Sonst kannst du es mit der echt vergessen. Selbst wenn ich die Waffe nicht kriege, ich mache ja nochmal New Game Plus, also von daher, dann gehe ich halt auch wirklich an die Waffen alle ran. Ach. Boah, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt zum Abvisieren. Ah. Oh. Ah. Dann wollte mich gerade ein bisschen nageln, aber ich stehe nicht so auf Chimären. Das ist eigentlich nicht so mein Zielgebiet. Oh oh, oh oh. Ah, fuck. Ey, ich dachte, macht das auch nichts aus, wenn ich jetzt sterbe, weil ich glaube. Ja, das war nicht der Schaden auf dem Wasser. Also wissen wir. Das Zauberschild ist zwar geil, aber es hält so kurz, es lohnt sich einfach nicht. Das ist echt nur gut, wenn der Gegner irgendwie gerade eine Attacke auflädt oder so, weißt du, dass dann Zeit hast, kurz den zu verzaubern? Oh, innere Kraft. Ja, brauchst du aber einen Pyromantierhandschuh wieder. Aber du hast ja jetzt einen Platz frei, wenn du Quelaag weg. Ich glaube, ich gehe jetzt mal so richtig hart auf die Kacke. Ja, ich will ja nur das Ding haben in der Nachricht. Ist ja egal. Das ist sogar schon Level 2. Puh. Alter, ich sag dir, das wird so übel in die Hose gehen. Na, ich mach das jetzt schon mal. Weil das hält ja ewig. Ja, aber dein Leben, das droppt doch. Ja, ich muss es aber jetzt schon machen. Ich kann es ja jetzt nicht ändern. Oh. Ja, ich glaube, die Seelen sind dann mal weg. Die muss ich auf jeden Fall kriegen. So, jetzt gehen wir an den dran. Boah, ich sag dir, das wird so richtig hart in die Hose gehen. Meinst du? Ich weiß es nicht. Oh. Ja, das Gargoyle-Schild ist ja nicht schlecht. Es ist halt aber auch nicht gut. Oh, dazu noch vergiftet. Eieiei. Du musst echt beides machen, Alter. Innere Kraft und Zauber-Schwert-Gedöns. Ja, dann ist er ja richtig schnell tot. Ja, aber vielleicht reicht dann noch ein Schlag auf den Schwanz. Mann, ich fäll hier so hart an dem Boss rum, weil ich diesen behinderten Schwanz abpacken will. Ich hätte den Boss schon längst down. Wollte ich gerade sagen. Das muss ich vorher machen, weil innen drin komme ich nicht dazu. Weil sobald er mich dann trifft, ist Feierabend. Das hätte ich vielleicht auch vorher machen sollen. Gib ihn! Wächterschweif, zack! So sieht man das so gerne. Zack! Boah, zack! 606. Bäm! Alter! Oh. Der hat ja noch Hinterhufe. Ups! Da war wohl eine Lücke im System. Oh, 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 aua! Na, das sollte ich vielleicht nicht tun. Ich sollte mit Nein, nein, nein. Erst rein. Ah.
Aua, aua, das wird wehtun. Oh, hatte ich nur gestunt. Also ist die Waffe nicht mehr verzaubert. Ach egal, gib ihn einfach. Ah, ah. Das macht aber doch schon einen Unterschied. Ja. Boah. Ich sag ja noch, vielleicht reicht der Einschlag. Oh. Jetzt. Bam! So gehört sich das. Alter, ist das pervers. Und jetzt ist die Verzauberung schon weg, innere Kraft. Oh lol, das hat genau gereicht. Oh mein Gott, ich... Fantastisch. Ach, ja. Boah, erstmal den Level abmachen. Ich glaube, die Seelen Waffe von ihm war eine Peitsche, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr. Schwänze. Ach. Wächterschweif. Biskeliert auf Beweglichkeit. Vergiften. Und vergiften Damage. Waffentyp Peitsche, der abgeschnittene Schweif des Mausoleumwächters. Der biegsame, stachelige und hochgiftige Schweif ist eine abscheuliche Waffe. Na, das hört sich doch gut an. Warte, das gucken wir uns gleich mal draußen an. Ihh, Alter, das ist voll eklig, ne? Ja, aber damit brauchst du zwei Angriffe oder so und der Gegner ist vergiftet. Deswegen bin ich auch lange mit Nitos Schwert rumgelaufen, weil das mit einem R2-Angriff den Gegner zu 100% vergiftet. 5000 Seelen, ey. Nutzt du noch die Heldenseele? Ja, toll, dann fehlt mir im Endeffekt mehr. Ja, egal. Das ist voll uncool, dass mir jetzt so viel fehlt. Hm. Nico, du warst böse. Vor allem, wie geil die aussieht. Das ist sau widerlich. Oh ja. Na gut, ich weiß jetzt nicht, was der nächste Boss macht, deswegen nehme ich mal Quelax Schwert wieder. Ey, der nächste Boss, der ist arschschnell, ey, da kommst du kaum zu was. Da musst du echt viel ausweichen und so. Das kriegen wir hin. Was kann ich denn eigentlich mit der Seele vom Mausoleumwächter machen? Gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Mal den Herrn Internet gleich fragen. Mhm. Ach, ich weiß, ich fühle mich so irgendwie viel männlicher. Ach du, da ist hier ein Feuer. Sag mir das doch. Da ist direkt ein Feuer. Danke. Bitte. Sind hier sonst keine normalen Gegner? Doch, doch, doch. Ja, ich will immer alles kaputt machen, ich weiß. Gibt's. Hier wird wohl irgendwo. Alter, dieser Pilz, ne? Der lebt? Ja. Well, look at this one. Das ist eine Frau. From what far away age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah. Princess Dusk's savior. Dein aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer. Snatched away by a horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Thank you. I am Elizabeth. Guardian of this sanctuary, something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Uruseel. Ja, ne? Haben wir noch zwei Goldharz. Was ist Reparatur? Das lese ich jetzt nicht vor. Das könnt ihr mal selber lesen hier. Weil, dann kaufe ich mir das nämlich einfach. Dann ist das nicht das Problem, wenn die Seelen weg sind. Hm. Ja, komm. Kaufen wir das einfach. Das habe ich ja schon. Der Rest geht dann einfach in das rein. Machen wir noch normales Reparaturpulver. Und dann ist wenigstens nicht verloren.
So. Ich habe auch nochmal faules Harz in so einen Schwachfug gekauft. Ja, da kann ich doch eigentlich gerade einfach mal so machen. Hallo. So machen, hallo. Guck mal, meine Seelen sind jetzt gut ausgegangen. Was hast du denn gekauft? Alle Zauber. Okay. Und dieser Reparaturscheiß ist ja eigentlich ganz geil, ne? Eigentlich schon, ja. Die nehme ich jetzt nicht mit. Lichtschein nehme ich mit. Auch ein Licht, das mich begleitet. Ah, geht sogar mit Zauberstab. So, jetzt bin ich eine helle Leuchte, jetzt müsst ihr aufpassen. Ja. Ich hab da eine Idee. Hauptsache mal ein bisschen abspasten. Ich schwöre ohne Scheiß auf helle Bade und große Zauberwaffe, das ist unglaublich. Und innere Kraft. Ja, das war jetzt nur, wisst ihr ein Bescheid, nice, ne? Extra. Helle Bade plus 10, verzaubern und innere Kraft, Einschlag, ist der Schwanz euch. Du kannst, wenn du die helle Bade so geil findest, dann kannst du sie ja bald auch auf plus 15 machen. Stimmt eigentlich, was ist da hinten? Das ist ein Händler? Oder was ist das? Na, geh mal einfach mal hin. Ja, mit dem. Wieso kriege ich 200 Seelen? Irgendwer ist in den Abgrund gesprungen. Hallo, bist du feindlich oder bist du freundlich? Ich glaube, die sind feindlich. Was ist das denn? Das ist eine Vogelscheuche. Irgendwie sowas. 200. Ich glaube, die droppen sogar auch ihre Heugabeln, wenn ich mich nicht täusche. Ja gut, die machen jetzt nicht wirklich den Überschaden. Nö. Das ist der Nachteil an der Hellebarde, du triffst so oft zwischen die Beine. Ich hänge ein bisschen an dem, deswegen. Ich finde das irgendwie voll lustig, dass du die Leichen so mitschleppen kannst. Geht's das da ist hoch? Richtig geil. Kommt man doch bestimmt hoch, so geglitscht hoch. Schade fast. Das sind ja ein paar von denen. Ich bin ein helles Licht. Oh! Hinterhalt. Du wusstest das, es. Das sind die. Das ist das gleiche wie mit den Zombies, weißt du, alleine können die nichts, aber in Massen sind die echt nervig. Was ist das überhaupt für ein Riese? So ein Steinwächter. Ach, von denen habe ich ja schon ein paar gekillt. Damals. Mhm. Vor 3 Monaten. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ja, aber die sind ein bisschen nerviger. Ja, hallo, ich habe hier eine große Zauberwaffe. Und eine helle Bade. Die sind ein Witz. Die sind schweinelangsam. Und da trifft er mich One-Hit. Sieht im Gesicht wie so ein Fisch. Bongo. So geht das. Die klingen so voll scheiße beim Laufen. Du sollst nicht treten! Mann, ich hab keine Ahnung, wie das Treten geht. Das mache ich immer aus Versehen. Kannst du mal aufhören, mich zu gabeln? Ja, hier, friss! Das Treten ist nach vorne und den rechten Button. Also nur nach vorne und also beides so antippen. Oh, ist da noch so ein. Oh, Leute, ist der hingefallen? Ja, die machen eine Schockwelle, die ziemlich nervig ist. Oh, da hat das gedroppt. Ich bin auch gedroppt. Oh. Das tut schon weh. Oh ja. Das ist, wenn man das Gebiet nicht kennt. Ich weiß nicht, wie weit ich da nach hinten laufen kann. Da war ja der Mausoleumswächter ein Witz dagegen. Alter. Ist nicht wahr. Da war bestimmt nur so ein Gammelscheiß drin. Weil ich glaube, Waffen und Schilde hast du in so einer goldenen Seele. Die dann auf dem Boden ist. Wer weiß, vielleicht hat er ja seine Heugabel getroppt. Die zählt einfach nicht. Weiß ich nicht, Seele. Ich habe bisher Waffen und sowas nur in dieser goldenen Seele gehabt.
Ja, aber die Waffe ist wahrscheinlich so schlecht, dass sie in einer silbernen oder weißen. Das ist bestimmt geht. Die beste Waffe im Spiel, so eine fucking Heugabel. Putz, putz. Da, Doppelkill. Wow. Oh. Nein, ich will nicht nochmal. Na, ich mach nicht zweimal den Fehler. Oh. Junge, hat man dir nicht früher gesagt, man greift nicht von hinten an? Guck mal, perfekt ausgewichen und das Zeug geholt. Oh ja, mieser Double-Kill, er hit. Das wusste ich nicht, dass er das macht. Guck mal, die Gegner sind schwerer als die Mausoleumswächter. Orangener Führungsspeckstein. Speck. Speckstein. Einfach mal so die Notiz machen. Speck. Ich glaube, das geht hier nicht. Hier hast du, glaube ich, nur Dinge, die du vorgegeben hast, aber in Dark Souls 2 kannst du sie, glaube ich, schreiben, wie du Bock hast. Da ich Dark Souls 2 nur gepiratet habe, weiß ich nicht, habe ich die Funktion ja nicht genutzt. Wie? Du hast es doch auch legal gekauft. Ja, natürlich. Weil ich habe es mir gekauft bei MMOGA mit Addon. Mit DLC. Quatsch. Die Deluxe Edition mit der extra Rüstung, ja, die du da hast. Jetzt habe ich es aber. Ja, der Dicke ist echt der nervigste von denen. Wow. Wenn er seine Waffe so im Boden stecken lässt, dann macht er diesen Scheiß, naja, du weißt schon. Jetzt. Weißt du, was ich dazu sage? Ach, ich kenne mich selbst. Ich wäre so oder so jetzt gestorben. Mann, das Gebiet ist einfach so fucking eng. Oh. Ich habe gerade einen Lebensbalken schon wieder gesehen. Weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt ist hier. Wieso wähle ich eigentlich nicht die, aber dann treffe ich die doch besser. Hellebarde, schön und gut, aber ich muss die Gegner auch treffen, dass sie ihren Zweck erfüllt. Kannst die ja auch zweihändig nicht nehmen, hat auch Stil. Fällt erstmal einer neben die auf den Boden. Na ja, gut, ich muss aber dann dreimal treffen. Alter Schwede. Tja, ich sollte nicht Rambo spielen. Oh. Kriegst du echt die Kotze von sowas. Oh, es wird auch gerade echt warm. Ich müsste eigentlich das Fenster aufmachen. Oder mal die Decke doch wegwerfen, die ich gerade auf meinem Bein liegen habe. Ja, schwillt mir der Kamm an. Warte mal, ich muss mal die Decke wegmachen. War schon besser. Ja, geht's jetzt wieder? Nee. Hat sich Prinzessin erholt? Du bist doch die Prinzessin. Prinzessin Barze. Aber kein Scheiß. Boah, Alter, boah. Ich hab ja noch seine Nummer, ne? Ist mir auch nicht eingefallen. Ich guck so meine Kontakte durch bei WhatsApp und sehe dann auf einmal so Warze mit seinem schicken neuen Profilbild. Ja, ich so, what the fuck, feiner Mann, passt nicht zu dem. Boah. Nichts passt zu dem, außer eine Warze im Gesicht. So eine alte Hexenwarze auf der Nase. Ja, also ein fettes Ding auf der Nase, ey. Weißt du, wie ich diesen Rückwärtssprung hasse? Boah, der ist voll gefährlich. Deswegen, ich habe mich so oft in den Tod gestürzt damit. Okay, jetzt kommt der Riese. Riesen, probieren Sie diesen. Riesen schmecken eigentlich gut. Sind sie auch. Oh oh, jetzt kommt er. Eigentlich, wenn er erscheint, er muss nicht gleich kommen. Hättest du gern, du Spasti, hier, stirb. Oh. Das Ausweich, Rollenverzögerung. Hat er dich gelassen? Klar, ich weiß jetzt natürlich auch, dass er zweimal angreift. Oh. Alter, ich raste hier gleich. Es gibt's nicht. Ich wollte mich hier erkunden und dann sterben. Oh. Sind ja alles neue Gegner. Es ist ja erst Viertel nach sieben. Ich habe ja noch ein paar bisschen Zeit, so 3,5 Stunden, bis ich pennen sollte. Ich habe gestern voll früh gepennt, ne?
Übrigens. Und denn? Weil wir hatten ja bis 5 aufgenommen. Hab nur 5 Stunden gepennt, war hellwach. Relativ. Hab dann gestern Abend im Bett gelegen, so um 8:30, keinen Bock mehr am PC ausgemacht. Hab ich noch One Piece geguckt am Laptop. So um 9 Uhr rum. Hab ich schon gepennt. Ich war so müde, hab ich nur eine Folge geguckt, weil. Ich wollte noch nur plündern! Ja, das ist übel. Ja, komm, die Seelen, die ich da verliere, die 2000 oder so, die gehen mir am Arsch vorbei. Oh, ich hab voll rote Backen. Weil es so warm ist. Und ich möchte mal aufs Klo. Wir sind sowieso bei 31 Minuten. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Abgekühlt mit voller Skill. Warte, ich muss mal kurz AFK. Ja, gut. Ich muss auch mal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier ein bisschen mehr Fortschritte mit der Erkundung. Bis dahin. Tschüss.